Hier Lautstärke leise, da Lautstärke laute. Habe ich. So. Ja, ist die Kamera aktiv? Die ist aktiv, ja. Gut. Ich versuche gerade nochmal Puls zu connecten. Das habe ich umgestellt. Numpad habe ich schon drüben. Wireless-Ding habe ich eh angesteckt. Puls gerade connecten probieren. Dann fahren wir mal ein bisschen im Kreis, 2, 3 Minuten. So, da sagt das Band ist connected, aber ja, für den Tag kein Ding. Jetzt muss man kurz warten und nochmal connecten. So, gut. Ja, ich glaube, ich kann rüber. Ich schalte schon mal um. Ich habe Test, Twitch-Gedönse da, Assetto Kurzo habe ich. Den Browser am Server schließen. Passt das minimieren. Minimieren, minimieren. So. Okay. Dann nochmal connecten hier, wenn es nicht geht. Impuls, so ein Scheißding, ey. Zack. Ich überlege gerade, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber egal, stehe hier nochmal auf. Bleibt noch eine Sekunde sitzen, dass ich den Puls connecte. Brille muss ich zum Glück nicht putzen. Und dann trocknen noch die ganze Creme auf dem Knie. Ja. Immer noch nicht, ne. Dann nochmal kurz. Programm schließen. Programm nochmal öffnen. So. Stimmt, den wollte ich eigentlich ganz muten, weil ist mir egal, was er sagt. So. Wenn das sehen könnt ihr dann mal Connecting Network Status Connector und dann ist also das doch nicht da. Gut, das kann ich noch aus der Küche machen. Gut. Lenkrad muss ich gleich anschalten. Numpad habe ich schon gesagt, habe ich da. Ja, machen wir ganz entspannt. Machen wir ganz entspannt. So, Tabletten habe ich die genommen, die habe ich da. Die nehme ich später, okay. Ich habe noch gar nicht umgeschaltet, oder? Die Küche, die habe ich nicht. Boah, 29,2 Grad hier. Also, this can't you vorstellen. Weißt du? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Imagine, sage ich immer. Ja, hört nicht auf. Obwohl in meinem Handy jetzt die letzte Zeit immer nur Wolken und Regen da steht. So. Ich versuche den Monitor hier anzug. Ah, ist an, okay. Jo. Noch ein bisschen was umbauen die Tage hier in der Küche, noch ein bisschen was optimieren. Lenkrad anschalten. Mikrofon müsste hier auch funktionieren. Tun wir das andere zum Laden. Zack. So, na gut, dann cruisen wir 2. Runden. Alexa, setze Timer
15:50 Uhr. Wecker gestellt für 15:50 Uhr. Appreciate, Baby. Ich probiere immer noch den Puls zu connecten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Zum 100. Mal. So, warte, ich muss mal kurz aufstehen. Ah, jetzt ist er connected. Geil. He's connected. So, okay. Okay. SimHub. Tue ich auch mal hier starten. Waiting for Sim, okay. Habe ich den Audio nicht schon getestet auf der Strecke? Keine Ahnung, ich denke schon. Bin ich sicher, aber let's go. Fangen wir mit dem an. Auch wenn ich heute nochmal weniger GT3 fahren wollte, ich mache halt darauf, wo ich aktuell einfach Bock habe. Glaube ich, das ist das hier. Mal kurz das Mikrofon höher, sonst kicke ich euch weg jedes Mal. Also auch scheißegal eigentlich. Aber Chatkick mehr oder weniger, der Wurscht. Ich wollte heute eigentlich neben mir ein bisschen zumachen, das Ganze, damit ich komplett im Durchzug stehe, weil dann erkälten sich auch meine Muskeln, eigentlich noch mehr Krämpfe, aber bei der Hitze, was wird gemacht? Ach du Scheiße, was ist denn das? Oh, sieht geil aus. Voll geleckt hier, ich sag's euch krass. Könnt ihr auf 80 stellen in den Crew Chief? So sieht mich ja gar nicht. Okay. Los geht's. Erst ein paar Meter am Donnerstag, den 28.07.2022 um 15:02 Uhr. Achso, das ist das Knastauto, ja? Ich glaube, das bin ich schon gefahren. So, ich
ich mal wieder das andere Lenkrad probieren. Sind wir wieder auf der Straße hier? Stimmt, das Knast, den bin ich ja gefahren letztens schon. Ich kann ja auch versuchen, dass wir so ein bisschen so kleine Setup mal für jedes, für alle Autos machen. Zumindest vielleicht ein bisschen tiefer, die Bremsbalance ändern und die Reifen halt fix haben. Ich habe jetzt keinen Zeitenvergleich zu den letzten Tagen, aber ich glaube so 1,47 rum ist eigentlich immer so mit nicht so schlechten Autos möglich gewesen. Außerdem Porsche, dem 2021, der ist ja krass. Mal schauen. Ach so, jetzt verstehe ich erst. Das ist mein Bremsfuß wegen dem Knie. Ah, die Seite, okay, hat sich bis aufs Knie hoch. Das, wo mein Meniskus noch beschädigt ist, auch noch die Seite, das verstehe ich. Jetzt meldet er sich auch noch, der Sack. Bisschen langsam hier. Wow! Das Knastfahrzeug. Also die Vorderräder schieben schon krass hier. Jetzt das Heck. Ist das Heck oder sind die Vorderräder? Ich weiß es gar nicht. Das war jetzt keine richtige Referenzrunde, aber egal. Ist wie es ist. Im Endeffekt geht es mir ja darum, die Strecke auch zu lernen. Auto hin oder her, wirst du dich dann schon einfahren. Strecke kennen. Ob jetzt gut oder schlecht, das ist ja jetzt scheißegal. Hauptsache, man kennt die halt. Gut, für mich ist ja eh nicht so wichtig. Ich werde keine Turniere fahren. Aber wenn ich mal Turniere mache, damit ihr sie kennt. Scuderia bist du von Kord, okay.
time was at 150.5. Das ist geil, wenn wir dann, den Racing-Server haben, dann können wir dann ein bisschen trainieren hier und dann auf den Racing-Server gehen. Und die Autos kann ich am Racing-Server immer switchen. Je nachdem, worauf wir Bock haben. Mal dies, mal das. Ein bisschen Abwechslung haben. Aber wir müssen halt leider, aus balanztechnischen Gründen, müssen wir immer das ein Auto nur freigeben. Im Endeffekt ist ja egal, hat dir gestern Spaß gemacht, Racing. Auch wenn die Autos gebalanced sind, der Skill ist ja ganz unterschiedlich, habt ihr ja gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das morgen hinkriege, ob ich alles sortieren kann, runterladen kann bis morgen und einstellen kann. Theoretisch dann morgen die neue Strecke, die neuen Server und die neuen Autos. Oder halt noch ein bisschen später. Mal gucken. Vielleicht morgen anfangen und am Wochenende beenden das Ganze. Oh, ich habe zu spät gebremst. Deutlich zu spät. Ich habe bei 50 gebremst, statt bei 100. Irgendwas aussagt hier, Alter. Aber ich tue schon auch Untersteuer, ne? Vorne rutscht auch. Nicht nur hinten, oder doch? Oder wie? Weil die wissen so viel mit 140 in die Kurve. Das macht nichts. Yo, ist das jetzt übersteuern gewesen? Gelbe Flaggen oder was? Was ist das für ein Schwein da vorne? Der da dauernd gelbe Flaggen auslöst. So eine Drecksau. Kann man nicht aushalten hier. Siehst du? Der da.
Okay, mein Bremsfuß ist heute wieder besser als gestern. Oh. Also ich hatte immer so, oh, scheiße, ich hab meine Hände aufs Knie getan. Hallo? So, ich dachte, jemand hat ein Discord geredet. Da gab es so ein Tück. Heute ist wieder besser vom Kopf her. Ich habe heute wirklich sehr, sehr komisch geschlafen und sehr, sehr wilde Sachen geträumt. Ich glaube, die Tabletten, die ich nehme, die lösen schon wilde Träume aus. Ich habe schon mal Tabletten genommen, die noch wildere Träume ausgelöst haben. So Tabletten genommen, dass ich jeden Tag gestorben bin. Es war nicht geil einzuschlafen. Zum Glück nicht so, aber gerade, aber es war trotzdem wild. Aber aus den Träumen habe ich heute gelernt, was ich will und was ich nicht will. Auch fürs Real Life. Sag's euch. Es war schon realistisch. Der fährt sich so ein bisschen wie der AMG, ne? Finde ich. Stimmt, da ist kaum Unterschied zwischen dem. Der dutscht ja auch so. Hier ist nur mehr. Okay, ich habe den ersten Gang geschaltet. Das ist ganz, ganz wild. War noch nicht passiert. Von meiner Zeit war ich eine Sekunde vorne, krass. Dann habe ich den ersten Gang geschaltet in der vorletzten Kurve. Aber wie krass, Mann. Wie krass der. Der blockiert einfach komplett. Krieg es nicht hin. Hier auch.
klar, einfach zu schnell, aber muss man ja, oder? Sector 1 time's okay. Hör mal an hier. Ich kann noch meine Zeit schlagen, aber... Seht ihr, ich kämpfe mit Rutschen. Soll ich ein bisschen mehr TC geben? Bringt das was? Aber TC greift ja auch nicht immer ein, wenn ich so rutsche. Boah, okay, TCSA. Ich habe mich connected hier. Jetzt connect euch, gesagt, du bist es connected. Wirkt hier. Sector 1 is 0.5 off your best. Your time attempts are looking good. Ignore the aero damage, it's nothing. Was ist denn das hier? Das ist ein ABS 7, ist der. All clear, push now. So tut gar nichts triggern. On the track!
4-9 ist einfach zu langsam. Ich muss mit dem Rutschen leben. Keine Ahnung. Also da am besten fast stehen bleiben oder was und dann beschleunigen. Lol. Ganz wild. So geil, wie das vibriert hier. Ich hatte gestern noch ein paar Sachen im ABS verändert, leider vergessen Speichern zu ändern. Diesen Force Feedback mit ABS Curbs und so. Sich leider nicht gespeichert. Ich habe einfach vergessen, den Knopf zu drücken. Ist ja auch eine kleine Kurve, oder? Man kann ja, glaube ich, auch nicht erwarten, dass man so schnell fährt. Aber wie viel Downforce braucht man denn da? Wenn ich bei der anderen Kurve fast stehen bleibe und so krieche. Und der Guy behind ist ein komischer Counts. So ein Ding. Auch so kriechen und eng nehmen. Ich warte, dass er das Rezept. Einiges testen hier. Mit dem God, der Connect und Disconnect, da was mit dem? Geh gut. Das
verstehe jetzt das mit dem Kriechen vor letztens. Also, wieso das so gekrochen wurde. Das kann ich dir lösen, oder so? Vielleicht doch. Aber hier nicht. Oh, geht. Okay, hier kriege ich das krieg ich nicht hin. Zu sehr probiert. Du hast den Porno Porsche. Eieiei, der ist krass. 1:43,9 geschafft gestern. ...1:43,938 oder so. Halber Technikus mit dem Porsche hier. Okay, erster Gang war falsch. Ich war zu spät gebremst. Also dieses Kriechen muss ich hier lernen. Wie wurde das Kriechen letztes Mal hier gemacht? So oder was? So und dann Vollgas oder was? Gelbe Flaggen, Junge. Oh, was mache ich hier? Ich wollte gerade sagen, soll sich gelber Kurt nennen. Kurt der Gelbe. Immer das Gleiche hier. Geht so, ne? Ist das Kriechen hier gedacht? So oder was? Flag,
Kaution will er? Das denke ich mir. Sector 2 time is okay. Da ist er wieder. Der Yellow Cord. Sector 3 is 2.5 seconds off the pace. Off the Parche. Sector 1 is quick. Oh, ich hab zu. Nee. Left side. Hold your line. Clear left. Entschuldigung, ich bin weggerutscht. Ich brauch mit dem viel Platz. Ich rutsche immer die eine Hälfte der Kurve lenk ich, die andere rutsche ich immer. Oh Mann, eieieiei. Boah, voll bescheuert, ey. Reifen einfach RIP. Hinterreifen Endgegner. On your left, clear left. Ja, ich hab keinen Grip mehr hinten. Ich muss kurz Box. 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 Komm sofort wieder. Also Hinterreifen, RIP. Box. If it takes, it's clear. Mit dem Kriechen hier.
Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Jawohl. Nur am Rutschen hier. Ich habe jetzt schon einiges umgestellt, aber ich glaube nicht das Richtige. Ich würde halt gern wissen, was muss ich denn verstellen, um dieses dauerhafte Rutschen zu vermeiden. Ist ein Fahrerwechsel, wa? Da geht mehr. Ich will 143.9 hören. Go, go, Kurt. What is 610? Da geht mehr, Gott! Okay, Gino, 10 minutes of fuel remaining. Kein Problem, Gino. Der Gino macht das schon. Gino ist ein guter. Geht so auch nicht.
Dad. ACK jagt mich. That's half fuel. You've used half your fuel. You used half your fuel. Fuel. Klar, klar. I used half of my fuel. Sector 1 is not retained. Off the base. Oh, der Kurt hat sich geändert, der Kurt ist eingeschlagen, da ist er dahin, da ist er kaputt. Fail Fish. Hab ich nie gesehen, Rip im Rückspiegel. Das hat man so geil gesehen. Du machst den TG, du machst einfach den TG, sag ich dir. Dann noch beide Wände gleichzeitig schaffen können. Hast du ja fast. Oder hast du, glaube ich, sogar. Da geht er down, da geht er down. Der Archmage. Die Lust verloren und disconnected. Jawohl, Achievement erreicht. Würde ich gleich mal probieren, werde ich die Dreigangkurven einfach mal langsamer zu fahren, damit er nicht so wegrutscht. Ob das dann vielleicht hilft etwas. Ich rutsche doch um den 3er S-Kurven da. Und ich fahre sie einfach langsamer, ohne zu rutschen. Mal schauen. Ist man dann schneller? Oder ist das Rutschen dazu? Erst habe ich nochmal versucht, Trail zu breaken, aber nicht so geklappt. Ich versuche mal zu fahren in der Runde, ohne zu rutschen. Stopp, langsamer, weniger lenken. Ohne rutschen, ohne rutschen, komm, ganz entspannt. Versuch mal ohne zu rutschen in der Runde. Schau mal, ob man da schneller langsam ist. Oh, scheiße, wie soll ich das machen, dass ich nicht rutsche? Auch nicht. Nein, nicht blockieren. Nein, und einfach. Man verliert so viel Zeit, sage ich dir. Man muss halt auch nicht rutschen. Oh, zu schnell die Kurve, oder? Jetzt hier, die Dreierkurven.
Nicht rutschen, so. Nicht rutschen. Oh Gott. Ja, man verliert Zeit. Also zumindest so, wie ich sie fahre. Wenn ich die jetzt fahre, ohne zu rutschen, muss ich sie ja... Ja, kurz gerutscht. So langsam fahren. Und versuchen ein einziges Mal zu rutschen. Geht ja auch nicht. Muss ja hier so dann fahren. Hier auch nicht rutschen. Langsam. Oh nein, zu schnell. Ich probiere es nochmal, vielleicht war es jetzt Zufall. Ich habe eine Runde. Oh, mal fort, ne. Aber hier kriege ich es nicht hin. Die Kurve ohne Rutschen ganz lang. Nein, nein, ich kann nicht so. Ich muss langsamer oder weniger einlenken. Keine Ahnung. 0,5 Sekunden verloren. Und hier. Nein, nein, nicht rutschen. Zu schnell mit 100. Nicht rutschen, nicht rutschen. Ja, aber ich verliere Zeit. Kannst du nicht fahren. Das ist so ein Schmarrn. Alexa? Stopp. Ich dachte, mein Ziel ist mal, dass ich nicht rutsche, aber ich... Ja, so viel Zeit auf die Zeit. Ich muss ja auch 40 km langsamer fahren. Da muss ich mal Santi da so fragen, wer das sieht. Weil ganz eine Runde ohne Rutschen ist schwierig. Hier auch schon. Soll ich da jetzt noch langsamer fahren? Weniger einlenken? Ich versuche ja so kontrolliert wie möglich zu fahren. Aber selbst hier rutsche ich ja kurz. Bin ja eh gleich oben. Und hier ist ja immer so ein bisschen Rutschen angesagt. Vielleicht auf minimal reduzieren das Rutschen. Okay, ich bleib gleich stehen, ein paar Meter. Das ist ja egal. Komm. Endlich. Oh, die Tastatur. Naja, die verdeckt ja nichts auf der anderen Seite. Die Wohnzimmertastatur. So, warte, ich muss den Puls wieder aktiv machen hier. Jetzt hat. Oh. Erstmal forzen, ey. Immer wieder forzen. So, noch ein paar Minuten, dann gehe ich schnabulieren und komme ich dann gleich wieder.
Falls du dann fahren willst, Cord, kann ich ja dich zeigen. Ansonsten lasse ich einfach so AFK und fertig. Ist egal. Mach das, gönn dir. Caption. Vielleicht weiter ausholen, die Kurve nicht so eng nehmen müssen. Kriege ich nicht hin, ohne komplett zu rutschen. Aua, mein linkes Ohr juckt. Zurückjucken, ich lasse mir das nicht gefallen. Schade, wenn ich jetzt ein Replay hätte, könnte ich Replay laufen lassen. Aber ich habe keins. Ich versuche die Kurven so oft anders zu fahren, aber ich kriege es irgendwie nicht hin, dass ich dann mehr Zeit gewinne. Tag 3 der Strecke und ich verstehe manche Kurven immer noch nicht. Sector 3 is 1.3 off the pace. Ja, das ist nicht so schlimm. Diese Kurven sind schlimm, gell? Lieber kaufen bei Weibern, Kappa.